Schöpfungsgeschichte einer Autorin. Am Anfang war der Mops. Der Mops aber war wüst und wirr. Trotz pinken Cover regierte das Chaos, was womöglich an den beiden Schöpferinnen lag. Es folgten Zweifel und schließlich ein noch pinkeres Cover. High Heels und Hundekuchen. Die Autorin sprach: Dies ist ein gutes Fundament. Doch nun muss es weitergehen. Es folgte so gefühlte Wahrheit. Und die Autorin sah, dies ist ein richtig gutes Buch. Dann sprach sie, lass mich mehr davon machen. Und sie schrieb Hundstage. Es folgten eben solche in allen möglichen Definitionen des Wortes. Dann sprach die Autorin, die Menschen interessieren sich mehr für andere Dinge. Sie wollen Liebe, sie haben Triebe. Also schuf sie erst ein Pseudonym und dann viel heiße Schokolade. Das gefiel den Menschen ungemein. Sie wollten mehr. Die Autorin seufzte ein wenig und schrieb weiter. Zwischendurch regte sie sich doch über viele andere Dinge auf. Problemzonen, wohin sie sah. Sie sagte, dies muss ein Buch werden. Sie ruhte nicht, bis es fertig war. Und hier ist es nun. Problemzonen. Viel Spaß.